ersten großen Interview, was wir haben. Wir hatten ja letztens vor kurzem schon mal ein Interview mit dem Thomas Stab, aber leider nur mit seinem Vertreter. Wir sitzen hier bei mir zu Hause und ja, wir haben jetzt keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben jetzt extra für euch live neben mir den Thomas Stab extra für euch kommen lassen. Herzlich willkommen, Thomas. Grüße dich. Hallo zusammen. Na, wie geht's dir? Oh, soweit ganz gut. Ich hoffe, euch auch, oder? Ja, uns geht's sehr, sehr gut. Alles soweit im Rahmen. Ja, Thomas, wir wollten uns ja eigentlich persönlich ja treffen, was ja aber leider ja momentan jetzt ja nicht so wirklich machbar ist, so einfach. Und darum haben wir doch einfach gesagt, dann skypen wir. Ja, ich finde das war eine mega Idee. Leider aufgrund der Situation im Moment ja nicht ganz so möglich. Von daher fand ich die Idee cool, jetzt mal ein kleines Skype-Interview zu machen. Genau, das ist schön. Das freut mich, dass es auch geklappt hat, so spontan und so schnell. Ich würde dir ganz gerne mal ein, zwei Fragen stellen, die, glaube ich, auch viele Leute auch so ein bisschen interessiert. Okay, aus. Ja, weil wir hatten ja auch schon mal ein ganz großes Interview gemacht, wo ich dich schon mal nach der Serie gefragt habe, dass wir ja einen sehr, sehr großen Erfolg damit haben. Dieses Jahr ist es ja extrem irgendwie explodiert, im Gegensatz zum letzten Jahr. Wie kannst du das erklären, dass es so populär geworden ist? Ja, jetzt, ich gehe dann nochmal auf unser altes Interview von damals zurück. Da habe ich ja auch schon gedacht, die Idee war ja da und die Idee hat ja schon im ersten Jahr unheimlich Früchte getragen und hat echt Spaß gemacht. Ich denke mal, dass uns in ganz Deutschland und auch wohl nicht nur Deutschland viele beobachtet haben, geguckt haben, haben gesehen, wie viel Spaß wir daran haben. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir haben dann auch noch ein paar Videos gemacht, wir haben unsere Interviews gemacht mit dir. Das Ganze hat ein bisschen medienpolitisch gut funktioniert und von daher bin ich erstaunt, wie viele Anmeldungen wir jetzt haben. Wir sind, glaube ich, derzeit bei der GT-Serie alleine bei 66 und insgesamt mit, da wir dieses Jahr die Racecar-Series sind, das heißt, wir haben ja die Formel, die Truck und die Tourenwagen mit aufgenommen in unsere Serie. Wir haben eine große Serie, weil wir ja auch eine große Familie sind, gemacht und sind derzeit bei 118 Anmeldungen. Das finde ich mehr als erstaunlich. Und ich kann es mir immer noch nicht erklären, warum das so ist. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass die Leute gesehen haben, wie viel Spaß wir eigentlich haben. Ja, da muss ich dir auch zustimmen, weil ich war ja auch so ziemlich auf jedem Rennen gewesen. Und es war ja immer lustig, jeder hat geholfen. Und ich glaube auch, dass da der Erfolg auch bei jedem einzelnen Fahrern, die haben halt mitgewirkt, indem man sich gegenseitig geholfen hat, dass es halt so viel Spaß macht. Stimmst du mir dazu? Ich stimme dir da voll und ganz zu. Ja. Es ist halt die Gemeinschaft, die das Ganze prägt in irgendeiner Art und Weise. Wir sind da, um Rennen zu fahren. Wir sind sicherlich auch da, um zu gewinnen oder halt um Platzkämpfe auszufechten. Aber genauso gut sind wir im Fahrerlager eine Familie. Wir haben da unseren Spaß. Der eine lässt die Musik laufen, der andere macht ein Späßchen und jeder hilft bei der Serie und trägt dazu bei, dass die wirklich so eine Gemeinschaft geworden ist. Ich habe ja auch schon immer so ein klein bisschen gesagt, wir sind so ein bisschen La Familia geworden. Und dieses La Familia, denke ich mal, wird sich in der Race Car Series auch fortsetzen. Ja, also da gehe ich auch mal ganz stark von aus. Aber wo du auch sagtest, dass viele neue Anmeldungen sind. Ich wurde schon öfters mal gefragt, ob man zu einem Rennen einfach vorbeikommen kann oder ob man sich erst auf der Homepage registrieren lassen muss. Wie funktioniert das, wenn jetzt jemand Bock hat, mitzufahren ein Rennen? Was muss er tun? Also von der Theorie her kann er sicherlich auch ein Rennen nur mitfahren. Das wäre überhaupt gar kein Thema. Freuen tun wir uns natürlich, wo wir wieder bei der Gemeinschaft sind, wenn er dann mehrere Rennen fährt. Wir haben das Ganze ja in diesem Jahr ein bisschen auf Deutschland aufgefächert. Also letztes Jahr haben wir viel Holland gefahren und viel hier bei uns im Westen. In 2020 wollen wir ja tatsächlich das Ganze ein bisschen ziehen. Deswegen haben wir, ich habe so mal den Mittelpunkt
um, ja, wie soll man sagen, so um Köln gezogen und habe dann von da aus mal so Kreise gezogen und habe geguckt, was für Radien kann man machen und habe dann halt versucht zu berücksichtigen, dass der ein oder andere von uns sicherlich mal weiterfährt, für ein Rennen zu fahren, was aber dann auch vielleicht schön ist, weil er die Strecke noch nie gesehen hat, noch nie auf der Strecke war und für ihn auch mal eine neue Erfahrung ist. Und habe so im Prinzip mit dem Thorsten zusammen das Ganze analysiert und habe geguckt, wo können wir fahren. Dabei sind dann die Rennstrecken jetzt rausgekommen, die wir dieses Jahr fahren werden, sodass halt die Leute jetzt aus Mitte und aus Süden, aus Westen und ein Teil aus dem Norden es einfacher haben, bei uns bei der Race Car Series mitzufahren. Und von daher denke ich, ist es möglich, dann auch mal mehr wie ein Rennen zu fahren. Sicherlich kann man ein Rennen fahren. Vom Grundsatz her sollte man, das finde ich am schönsten, sich unter racecarseries.com anmelden. Weil dann wird man gelistet, man kriegt eine eigene Startnummer, die ist ja bei uns in der Race Car Series gesetzt, jeder hat eine permanente Startnummer, die er das ganze Jahr behält oder beziehungsweise auch über das Jahr hinaus, und dadurch nimmt er dann halt auch an allem teil, an der Tombola, an verschiedenen Sachen. Wir werden dieses Jahr eine riesen Jahresabschlussveranstaltung haben, die ich auch demnächst noch kommunizieren werde. Das hört sich mal gut an. Was für Karos sind denn bei uns eigentlich zugelassen in dieser Racecar-Serie? Also Racecar-Series sind ja mehrere Teile. Ich hatte eben erwähnt, die Truck-Klasse ist mit am Start. In der Truck-Klasse sind die Truck-Karosserien, die es gibt, alle zugelassen. Dann gibt es die Formel-Klasse. Auch da sind alle Formel-Karosserien zugelassen. Es gibt keine Einschränkungen. Bei der Tourenwagen-Challenge ist es genauso. Bei GT-Series ist es wieder was Spezielleres. Bei GT-Series sind tatsächlich nur GT-Fahrzeuge zugelassen. Wer da nicht genau Bescheid weiß, soll auch bei uns auf der Webseite gucken. Da stehen alle Reglements drin. Da steht auch da drin, was für Karos gefahren werden dürfen. Und sollte es da immer noch eine Frage geben, einfach gerne eine Mail an mich oder an Thorsten schreiben. Wir beantworten das dann, aber da steht eigentlich alles Wichtige drin. Ja, okay. Und hat sich denn irgendwas Gravierendes sonst irgendwie geändert vom letzten Jahr auf dieses Jahr? Ja, wir haben in der GT-Series aufgrund der Teilnehmerzahl und aufgrund der Tatsache, dass wir gerne, jedem eine Chance geben wollen, haben wir es gemacht wie im großen Rennsport. Wenn man mal da in die GT-Serien reinguckt, gibt es immer verschiedene Kategorien. Und so gibt es bei uns dieses Jahr auch, wie jetzt angelehnt an Le Mans oder an die American Le Mans Series, da findet das auch so statt. Es gibt eine Pro- und eine AM-Klasse. Das hat jetzt nichts mit dem Können zwingend zu tun, sondern es hat mehr damit zu tun, es gibt sicherlich von uns Fahrer, die etwas schneller unterwegs sind, die finden sich dann in der Pro-Klasse wieder und es gibt die, die dann halt sagen, ich fahre mehr for fun und mehr aus Spaß, die finden sich in der AM-Klasse wieder. Wir fahren allerdings alle zusammen. Also sind, auch, also sind eigentlich auch die Pro- und Amateurfahrer, die fahren alle zusammen auf der Strecke, zusammen auch in ein Rennen, werden aber, so genau, wie ich das richtig verstanden habe, einfach nur anders gewertet. Genau. Also es ist einfach so, dass die AM eine separate Wertung bekommt. Mhm. Das heißt, Fahrer, die AM klassifiziert sind, werden da auch bekommen, dann pro Rennen auch eigene Pokale für den ersten bis dritten Platz. Und es gibt auch eine Gesamtjahresrangliste, wo sie sich dann halt wiederfinden. Und es wird am Ende des Jahres dann so sein, dass die ersten drei, jetzt gehen wir ein bisschen in die Bundesliga rein, die ersten drei der AM aufsteigen in die Pro und die letzten drei der Pro absteigen quasi in die AM-Klasse. Ja, da, also da bin ich auf jeden Fall mal tierisch gespannt, was es so geben wird. Dann habe ich allerdings leider noch ein anderes Thema. Was wird jetzt eigentlich passieren mit unseren Rennen? Weil ich denke mal, das möchte jeder wissen. Was wird passieren? Weißt du da irgendwie irgendetwas? Tja, also das ist ja, glaube ich, im Moment eine Situation,
die von uns keiner erlebt hat in irgendeiner Art und Weise, selbst ältere Leute wie unser Michi Günther, der ja auch schon etwas betagter ist. Ich sage jetzt nicht die Jahreszahl oder das Jahr. Ach, ich glaube, was dürftest du ruhig sagen, weil da können wir eigentlich sehr stolz drauf sein. Wir können echt stolz darauf sein, dass er mit über 70 noch Rennen fährt und das eigentlich auch gar nicht mal langsam, ohne Frage. Von daher bin ich auch stolz drauf, dass er mit dabei ist. Ja, was das Thema angeht, also er hat es bestimmt noch nicht gesehen, dieses Covid-19-Thema oder Corona, wie es im allgemeinen Sprachgebrauch heißt, führt uns im Moment dazu, dass wir in einer Wartestellung sind. Wir machen das aus zwei Gründen. Einerseits der Gesundheit halber, ganz wichtig für alle Beteiligten, da zähle ich auch den Michi Günther zu, wollen, dass keinem es schlecht geht in irgendeiner Art und Weise. Andererseits haben die Vereine, und da zähle ich auch unseren MCC Rhein-A zu, mit den ganzen Geldern irgendwo gerechnet. Wir müssen ja unsere Pacht bezahlen, wir müssen unsere Mieten bezahlen, wir müssen viele Dinge bezahlen. Von daher haben die Rennstrecken im Moment ein Riesenproblem. Ja. Und wir haben davon nicht mehr so viele. Das heißt, wir müssen die erhalten. Also ich bin der Meinung oder grundsätzlich der Meinung, wir freuen uns darauf, wenn es irgendwann mal wieder heißt, wir dürfen fahren. Dann werden wir auch versuchen, so viele Rennen wie möglich zu machen. Und ansonsten im Moment werden wir einfach mal weiter abwarten, was passiert. Ja. Ich befürchte, wir müssen das ein oder andere Rennen absagen. Aber da beobachten wir jeden Tag den Kenntnisstand, der uns die Politik auch vorgibt. Dann. Ja, okay. Aber das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben das erste Rennen ja, glaube ich, in Niederwürzbach. Ist das korrekt? Ja, ne? Das ist korrekt. Wenn das zum Beispiel abgesagt werden sollte, gibt es dann sonst vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, dass das Rennen nachgeholt wird oder wird es einfach nur ausgesetzt? Also wir stehen mit den Vereinen in Kontakt. Der Terminkalender für dieses Jahr wird ja am Anfang des Jahres auf dem Sportbundtag geht's los oder erst geht's eigentlich los mit den EFRA-Läufen, die ja dieses Jahr schon abgesagt worden sind in größten Teilen. Und dann gehen da auf dem Sportbundtag die deutschen Meisterschaften mit ein. Und dann können wir als Rennserienbetreiber oder wie man es halt so schimpfen nennen will oder Rennserienveranstalter unsere Rennserien dazwischen irgendwo platzieren. Ja. Es gibt aber ja nicht nur uns, die Race Car Series, es gibt die Nitro West, es gibt andere Nitro-Veranstaltungen, es gibt andere 1-5er-Veranstaltungen, es gibt Elektro-Veranstaltungen. Jeder hat ja seinen Termin schon gesetzt. Da das Jahr immer enger wird, da noch einen neuen Termin zu finden, wird sicherlich schwierig werden. Versuchen werden wir es, aber versprechen kann ich nichts. Okay, aber ich denke mal, dafür wird ja auch jeder irgendwie Verständnis für haben, dass das momentan leider so die Situation ist. Es ist schade. Aber der Zusammenhalt, habe ich gemerkt, ist immer noch da. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Thomas. Gerne. Mich freut das sehr, dass wir es geschafft haben, mal so eine kleine Skype-Session zu machen, um einfach auch mal so ein paar Punkte mal aufzuklären. Weil auch ich habe öfters mal Nachrichten bekommen, wie was ist. Aber ich habe ja auch keine Ahnung und musste die Fragen ja mal an dich weitergeben. Ich hoffe, dass wir jetzt so ein bisschen Aufklärung gemacht haben. Und ich bedanke mich vielmals bei dir, Thomas, für deine Zeit. Sehr gerne. Ne? Und ich hoffe, wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Das hoffe ich auch. Und ich würde halt vorschlagen, wir schauen mal, wie sich die Lage entwickelt. Und dann werden wir vielleicht nochmal das ein oder andere Video hinterher schießen. Genau. Um halt neue Informationen preiszugeben. Genau, so machen wir das. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und gleichfalls. Dankeschön. Wir sehen uns. Bis dann. Alles klar. Tschüss.